Was geht und willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter. Ja, letzte Folge haben wir ja was hier für eine angefangen. Seltsame Pflanze. Hier drüben ist noch eine. Komm schon, ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Ja, letzte Folge haben wir nicht stehen geblieben. Ich habe den Schwellkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Alles klar. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Wir müssen uns verstecken. Komm, hier lang. Beeilung! Richte dich in dem Gebüsch nicht auf, um verborgen zu bleiben. Lol. Ruhig. Okay. Die Luft ist rein. Brechen wir auf, solange wir können. Ja, die Kraft muss sein, das nichts ist kann uns geil aufhalten. Sag das ja nicht, bevor wir nicht am Ziel sind. Für eine Spur. Was? Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Das finde ich irgendwie nicht für eine gute und schlaue Idee. Das kommt nicht gut. Uiuiui. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Bewegung! Das ist nicht. Worauf wartest du denn her? Ich kann gerade nichts machen, Junge.
Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Es geschafft. Bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die Leute und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Willkommen in Astera. Alter, der redet gar nicht, willst du mich verarschen? Ich würde euch gerne alles erklären, allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Alles klar. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns hier in der Ratssitzung. Ich abhalte, wenn ich alles beruhigt. Dann natürlich, dass ihr zwei auch da euer seid. Euer Ruf eilt euch voraus. Alles klar, halt doch die Schnauze. Wenn du schon nicht reden kannst. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Schau dich sehr um, ein Horn kippt und gib Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Dies ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Wow, krass. Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Hier drüben. Krass. Du gehörst zur 5. Flotte der Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der 1. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Hier drin ist es schön warm. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schauen wir sie uns an. Genau. Die Kantine? Ich bin dabei. Die gefällt mir jetzt schon. Hier drüben.
Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben! Du schaffst das. Gut. Sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Da ihr jetzt alle hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Okay. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte. Ah, jetzt rettet er plötzlich. Was ist los? Hast du Stimme wieder? Hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ich freue mich darauf. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Endlich mal ein Wort! An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer, fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Ja, hat die Stimme schon nicht verloren. Du bist auch keinen ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Nehmen wir dieses Jagdproblem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Hier drüben. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeige dir den Weg. Yeah, danke, dann geh vor. Geh in deinen Raum, damit du dir eine... Es kann ja plötzlich wieder... Ey, was ist das? Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Okay. Krass, krass. Okay, was sind das als Waffen? Alter, was ist das für eine Waffe? Genau. Geh
Sie zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Training? Ah, scheiße. Ja. Gut, Kantine. Jetzt hast du also Zugang zur Versorgungslager. Besorg dir, was du brauchst. Wenn du fertig bist, geht's dann wenigstens in der Kantine, um dich für einen Quest zu melden. Wildexperten sehen sich die Hinweise der Forschungskommission an. Diejenigen, die sie für wichtig halten, werden zu Quests. Hey! Hier drüben! Also, wie komme ich jetzt hoch? Ah, Aufzug. Schmiede. Ich will noch kurz zur Schmiede. Na? Also, das ist eine gute Waffe. Sollen wir sie verbessern? Ach, richtig. Du hast ja noch keine Materialien. Ah, okay. Gut. Ich sage, machen wir dann hier in der nächsten Folge weiter. Jetzt haben wir, glaube ich, den Teil des Tutorials durch. Jetzt nur noch diese erste Quest machen müssen. Aber ich würde sagen, machen wir in der nächsten Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, lasst mir ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.